Der Ortsteil Salignano wurde dank der Bevölkerungswachstum des 20. Jahrhunderts in der Stadt von Castellano del Capo geschluckt. Der Turm aus dem 16. Jahrhundert beherrscht die Ortsmitte von Salignano. Er wurde nach dem typischen militärischen Stil des Kaisers Karl V. aus Augsburg gebaut. Er hat eine kreisförmige Struktur und auf seinem imposanten Umkreis befinden sich die Kanoniere. Sein Schutzsystem war von 10 Maschikulis charakterisiert. Vor kurzem wurde der Turm renoviert. Heute ist er Treffpunkt der Gemeinschaft geworden. Die Ortsmitte von Salignano verzweigt sich um die Pfarrkirche, die heiligem Andreas gewidmet ist und zwischen dem 18. und dem 19. Jahrhundert, wo es früher eine andere Kirche gab, errichtet wurde. Das Land von Salignano lässt dem Besucher die große Schönheit der bäuerlichen Gemeinschaft des Caps von Leuca wieder aufleben. Grünend und bezaubernd, reich an breiten Olivenhainen, die sich in dem gesamten Umland erstreckt. Der Straße entlang, die das gewohnte Gebiet von Salignano mit der Basilika von Santa Maria de Finibus Terre verbindet, findet man die kleine Kirche der sogenannten Madonna delle Rascie. Sie stammt aus dem 17. Jahrhundert und man kann sie bequem mit dem Fahrrad oder während man wandert erreichen. Sie wurde in den 70er Jahren des 17. Jahrhunderts auf einem alten ländlichen Siedlungswesen errichtet, die Tasselli Crimino nannte. Hinter dem Gebäude erkennt man nämlich verschiedene Bertigungs aus der mittelalterlichen Zeit sowie architektonische Gebäude, die der felsigen Kultur entsprechen. Wenn man unter den Olivenbäumen und den Trockenmauerwerken spaziert, sieht man die Kirche Heiligen Josef, die 1630 errichtet wurde. Das Gebäude zusammen mit der Kirche Madonna delle Rascie war für die Pilger, die vom salentinischen Hinterland zum Heiligtum von Santa Maria de Finibus Terre gingen, ein notwendiger Schritt. Bezaubernd ist das Panorama, das man von den Terrassen von Salignano bewundern kann. Jahrhunderte alte Olivenbäume richten den Blick auf das hellblaue Ionische Meer.